Ja. Ey. RPB oder so. John Lee, Alter. Der einzig wahre. Check it. Ja. Hier sind richtig viele Pedis, ich hab Glück, ich krieg gleich zwei. Jedem hier ist klar, warum, weil ihr alleinschicht gar nichts reißt. Halber Mann mal zwei, fast eine eure Quali sieht krass aus. Ich lass laufen, die Hut weinen, text ich musikalisch scheiß. Und die Masken tragt ihr auch, brav wie eure Mütter meinten. Ich hab Profi-Picks gecheckt, euch was muss man auch nicht zeigen. Warum Yumi, warum Wayne, wollt ihr die Geschlechts-OP? Oder seid ihr da schon durch? Alles cool, hat nichts dagegen, werd euch nie wiedersehen. Hiernach beende euer Leben, Bitches, lag euch in die Kluft zurück. Und euch macht das verrückt, Wayne und Yumi kauf ich mir für knapp 2000 Riot Points. Aber die sind dreckig, ich zock lieber echte Champs, diese halbschwule drin. Aus der Quali lässt euch männlich aus dem Ghetto mit Ton Schlagzeugbeat und die Leute fressen's auch. Wie ihr so rum ist, scheint's als ob ihr connected seid. Auch von euch find ich nichts, ihr versteckt nicht nur Gesicht. Was haltet ihr für möglich? Ihr könnt noch so Drachen töten. Eure Runde bleibt ein Abfuck, hab gehört, wenn trägt gern Buttplugs. Während Yumi seine Möse leckt, den scheucht dann auch kein Köter weg. Nehmt euch ein Zimmer besser, schert euch auf dem Strich. Eure Fotzenstimmen klingen, als ob ihr schlucken müsst. Wer so viel Männer anspricht, der will viele, viele Dicks. Scheiße, diese Fotzen will ich eigentlich nicht ficken. Doch man kriegt, was man kriegt, es wird gegessen, was auf Tisch landet. Ja. Bei Masken-Rappern denke ich, sie kennen die Lyrics nicht. Sieht halt komisch aus, wenn wer rappt und dann gefühlt nichts sitzt. Würde ich ja auch machen, schätz mal bei euren Szenen bekämmert viel zu sehen, was nicht schön wär, was blöd wär. Pussys, dass man Game kommt doch ran. Keiner hat vor euch Angst, keiner wird vorab gebannt. Keiner von euch, ihr seid als Gegner, seid Traum, weil ihr als Mates doch nur trollt. Shit könnt nicht mal bauen, hab euch gecheckt und mich gefreut. Wie? Yumis Namen, Vetterin sucht eine Frau. Doch sucht ihr meine Frau, kriegt er das Maul dann nicht auf. Wayne will sehr gern ein krasser Killer sein. Doch warum benennt sich der Emo-Boy nach einem Killer-Vibe? Ey, die beiden machen ziemlich auf Godzilla hier. Sie kläffen viel, ich battle Chinchillas hier. Wayne hat noch nie gebettet, hat Yumi dann gefragt, ob er ihn begleiten mag beim allerersten Mal. Es war ein strahlenteller Sommertag. Yumi kam ganz nah und sagte: Zuckerperle, ich bin immer für dich da, shit. Und dann ist es wieder passiert. Es hat gefunkt und es war magisch. Den Rest des ganzen Tages lag es nicht in den Armen. Ja, shit, ja. Seh ich euch beim Dreh, grab ich ne Tür direkt dort. Notfalls ne Tür aus dem Loft, hau euch ne Tür auf den Kopf. Euch als Gegner zu kriegen, hat mich spürbar getroffen. Konnte es nicht fassen, hab nur gewürgt und gekotzt. Nächstes Mal werdet ihr entführt für paar Wochen. Das hier passiert nicht nochmal, darauf hab ich keinen Bock. Ich steh immer, mein Mann, ihr haltet euch am Schwanz. Man wirft mich hier in einen Topf mit Gesocks. Ha. John Lee war ist und bleibt at the top. Rip eure Triggerfinger, scheiß auf die Glocks. Euer Maul wirkt nach der Runde wie gestopft. Shit, ihr merkt selber, ihr habt nichts gekonnt. Ja. Ich bin der Geilste unter der Sonne, Alter. Hier, check die Gangart, Alter. Gib mir einen Gegner und nicht zwei sich verdeckende Luftschlangen, die sich gegenseitig stützend hier anhumpeln, Mann.